Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wirbellosenparadies. Heute möchte ich mal in meiner Larvenbox nach dem Rechten schauen bei Zylotropus berki. Die habe ich sehr, sehr lange nicht mehr kontrolliert, weil die bei mir ganz nach unten ins Regal gewandert ist. Denn als ich die das letzte Mal kontrolliert habe, sind sie gerade abgesammelt worden. Und wenn ich jetzt so die Futterpellets, die Co-Pellets hier so sehe, dürften diese schon recht einen Sprung gemacht haben. Zumal werde ich gleich die Box mit etwas Weißwein und Holz wieder auffüllen. Und ich sehe da auch schon die ersten Larven. Uiuiuiui. Das sind dann doch schon schöne Roggen. Hier sind auch nochmal zwei. Ich muss gleich erstmal zählen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie viele. Ich ist noch eine. Hier sind auch noch eine. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele noch in dieser Box drinne waren. Denn einige, ja, können ja natürlich in Zwischenzeit auch verstorben sein oder. Ach, da ist noch eine. Ja, also, da gucke ich gleich nach. Erstmal möchte ich jetzt die Box mit etwas weißvollem Holz auffüllen. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt noch ein Rest, den ich vom Schreddern über habe. Der kommt jetzt einfach unten rein. So. Werde ich die Larven einmal durchzählen und gleich mal schauen wegen dem Geschlecht. Hier haben wir die erste. Also noch keine Riesen. Die haben wir noch ein bisschen. Das dürfte vom Kopf her, weil die sind richtig schön rot, noch richtig schön roten Kopf. Das heißt eigentlich, dass sie sich gerade frisch zum nächsten Larvenstadion gewechselt sind. Aber in diesem Fall, bei diesen Larven, ist es tatsächlich so, dass die Larven alle einen etwas rötlichen Kopf haben. Hier seht ihr es auch. Das war zum Vergleich. So kann man es, glaube ich, gut sehen. Also, das hier ist ein Weibchen. Zum Beispiel mal ein. Noch ein Weibchen, zwei. Das hier dürfte von der Größe her ein Männchen sein. Jawohl, haben wir schon 2 und 1. Das hier dürfte auch ein Weibchen sein. Jawohl, 3 und 1. Das hier ist ein Männchen. Ja, 3 und 2, das heißt, wir haben jetzt schon 5. Das heißt, ich habe 2 Männchen, 3 Weibchen. Ich denke mal hier, das hier wird auch ein Weibchen sein. Hier ist ein Männchen. Jetzt haben wir 3 und 3. Das ist schon sehr gut. Damit ist die Zucht schon mal wieder gesichert. Das hier ist ein Weibchen. Also, was hatten wir jetzt? 3 und 3 und 4. Das heißt, wir sind bei 7. Jetzt werde ich nur einmal schnell durchzählen, wie viele es noch sind. 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, na? 17, 17, muss ich ein bisschen was raus. So, wieder ein bisschen Substrat mit einbringen. Scheinen 17 gewesen zu sein. So. Scheint tatsächlich so, dass es 17 sind. Ich glaube, 18 hatte ich drinnen.
Das heißt, eine ist entweder gestorben oder abgehauen. Das passiert mir auch so. Auch mal, dass meine Larve entfleucht und ich sie dann hier bei mir im Raum irgendwo finde. Dann kommen sie immer in so kleine Töpfchen, wo ich dann aufschreibe, keine Ahnung. Und ja, so, jetzt kann der Rest wieder hier rein. So. So, warum habe ich jetzt das alte Substrat wieder reingemacht, obwohl da schon so viele Kotpellets drin sind? Das hat einfach den Grund, dass diese Art tatsächlich nur weißfaules Holz ist und vielleicht, ich sag mal so, die fressen 90% weißfaules Holz und 10% Eichenhumus. Darum, ihr seht, diese Holzstücke, das waren alles mal große, dicke Holzstücke, da haben sie tatsächlich nur noch diesen Innenkern drinne gelassen, der den zu hart ist. Hier genau dasselbe. Jetzt haben die unten wieder frisches drinne. Hier ist noch so ein Holzstück. Jetzt haben sie unten frisches, weißvolles Holz drinne. Das reicht jetzt für gut 14 Tage. Dann mache ich die Box sowieso einmal komplett sauber. Substrat komplett wechsel. Denn dann habe ich wieder weißvolles Holz in Stücken. Und dann teile ich die auch nochmal auf. Dann kommen 5 Stück in eine 22 Liter Box, damit sie sich auch nachher nicht zu doll behindern, wenn es nachher, ja, darum geht, sich eine Puppenwiege zu bauen. Nur 17 Stück in einer 22 Liter Box ist zu viel. Und deswegen teile ich die nachher auf. 5 Stück in solchen Dosen. Das passt ganz gut. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und dann hoffen wir, dass wir da schöne Zuchtpärchen wieder rauskriegen. Diesmal habe ich tatsächlich ein bisschen aufgepasst, wen ich mit wen verpaare, denn die Larven, die ich damals mit denen ich begonnen hatte, da waren 2 große Männchen dabei, ein kleines Männchen dabei und die Weibchen waren, da war ein großes Weibchen dazwischen und 2 mittlere. Da habe ich das größte Tier mit dem größten Tier genommen und verpaart und das ist diese Box. Die Larven, die ich überbehalten habe für meine Zucht, der Rest ist dann in den Shop gegangen. Diese 17 Stück sind für mich geblieben, um die nächste Zucht zu starten. Und mit 17 Tieren, wir hatten jetzt schon 3.3, das sind 6 Tiere, das heißt, wir haben nur 11 Tiere, die ich jetzt nicht geschlechtlich kontrolliert habe. Wenn das auch nochmal die Hälfte ist, dann haben wir richtig gut für unsere nächste Zucht. Natürlich kann ich nicht immer alle Pärchen nachher behalten, aber das seht ihr nachher bei uns auf der Shopseite. Die gibt's dann bei uns nachher auch wieder, die Pärchen. Ne? Also, das war's dann heute von mir an diesem Freitag. Nicht vergessen, teilen, liken, abonnieren. Nein, ich habe euch nicht vergessen mit dem Abo-Gewinnspiel. Keine Sorge, das wird jetzt im Laufe der Woche, ich denke mal am Mittwoch kommen. Ich habe leider momentan aber einfach zu wenig Zeit. Entschuldigt bitte, zu wenig Zeit, um jetzt noch das Abo-Gewinnspiel-Video zu machen, denn ihr merkt es selber, draußen wird es kühler, das heißt für mich, ich muss jetzt so langsam mein Gut ins Trockene bringen, das heißt die ganzen Tiere jetzt hier versorgen, die noch da sind und eben die Zuchttiere. Ich habe jetzt 3-4 Verpaarungen an Gottesanbieterinnen diese Woche gehabt, ich habe noch 3-4 vor mir. Und da bin ich dann doch mal lieber dabei und passe auf, bevor da was passiert. Und darum machen wir es dann am Mittwoch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns ja auch schon morgen wieder. Bis dann. Ciao.